Ja, herzlich willkommen zum heutigen Abend im Utopischen Raum. Sie kennen es, ein Zusammenschluss der Stiftung Medico International, der Frankfurter Rundschau und des Instituts für Sozialforschung. Mein Name ist Sidonia Blättler und ich gehöre zum Institut für Sozialforschung. Bevor wir beginnen, möchte ich ein paar organisatorische und technische Ankündigungen machen. Zum einen eine Bitte des Osthafen-Forums, nämlich auch wenn es nicht mehr verbindlich ist, möchten wir Sie bitten, eine medizinische Maske zu tragen zu unserem gegenseitigen Schutz. Der Saal wird regelmäßig gelüftet, beziehungsweise ich denke, wir können heute Abend die Türen sogar ganz offen lassen. Zum anderen, die heutige Veranstaltung wird aufgezeichnet und direkt auf YouTube übertragen. Der Stream wird auch danach abrufbar sein. Die Kamera ist hier aufs Podium gerichtet, so dass Sie eigentlich als Zuschauerinnen nicht ins Bild kommen sollten. Wenn Sie aber ganz sicher sein möchten, dass das nicht geschieht, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich hinten bei der Technik melden. Für Fragen aus dem Publikum wird nach dem Vortrag ein Saalmikrofon herumgegeben. Wichtig ist, dass Sie erst sprechen, wenn das Mikrofon bei Ihnen ist, weil Sie sonst in der Übertragung nicht zu hören sind. Für Online-Teilnehmerinnen gibt es die Möglichkeit, Fragen und Kommentare in den Chat zu stellen. Der Chat wird heute Abend moderiert von Ramona Lenz. Sie wird die Fragen dann hereinreichen. Und schließlich, damit es am Ende nicht vergessen geht, sehr, sehr herzlich möchte ich der Orge des Osthafen-Forums und von Medico danken, der Technik von Public Noise und den Kolleginnen im Pastell, dem Restaurant um die Ecke. Sie haben uns allmonatlich ganz toll unterstützt und begleitet und Sie tun das auch heute Abend wieder. Vielen lieben Dank. Heute Abend ist die letzte Veranstaltung im Zyklus 2021-22. Diese Veranstaltung leitet thematisch bereits über zum Programm 2022-23. Wir haben deshalb entschieden, dass wir diesen Abend etwas breiter rahmen wollen als üblich, um den großen Bogen sichtbar zu machen, um zu vergegenwärtigen, wie die einzelnen Veranstaltungen thematisch zusammenhängen. Ich werde mit einem Rückblick von etwa 10 bis 15 Minuten beginnen. Thomas Gebauer wird dann nach Vortrag und Diskussion mit Franziska Martinsen übernehmen und Ihnen berichten, wie es im utopischen Raum weitergehen wird, was geplant ist und in welchen Zusammenhängen wir die Diskussionen fortsetzen wollen. Ich setze also an mit dem Rückblick. Wir haben die Auftaktveranstaltung im September des vergangenen Jahres sowie die dann folgenden Abendveranstaltungen mit dem Titel Kritik der kolonialen Denkungsart – Wege zu einem transkulturellen Bewusstsein überschrieben. Mit den etwas altmodischen Titelwörtern Denkungsart, Bewusstsein wollten wir verdeutlichen, dass Veränderungen in der Welt maßgeblich auch davon abhängen, dass wir selbst bereit sind, uns in unserem Denken und in unserem Fühlen zu verändern. Gerade dann, wenn wir an den emanzipatorischen Werten der Aufklärung festhalten, wenn wir sie verteidigen wollen, müssen wir bereit sein, sie für andere Erfahrungen zu öffnen. Wir müssen bereit und fähig sein, ihre einseitigen und destruktiven Dimensionen zu erkennen und ihre Verwicklungen in aggressive und ausgrenzende Praktiken in den Blick zu nehmen. Angefangen haben wir mit erinnerungspolitischen Fragen und einer viel zitierten Formulierung von Aleida Aßmann. Diese Formulierung lautet: Erinnern ist Arbeit an der Zukunft. Woran wir uns erinnern,
Wie wir uns erinnern, ist Ergebnis von politischen und kulturellen Auseinandersetzungen, ist Ausdruck unserer gesellschaftlichen Gegenwart. Erinnerte Geschichte ist immer auch ein Aushandlungsort über gesellschaftliche Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. In einer Welt, die durch Globalisierung und Migration geprägt ist, entstehen andere Bilder, hoffentlich auch neue Erzählungen, die Wegmarken für die Zukunft setzen. Ein zentraler Ort für solche Aushandlungsprozesse sind Museen. Mit Berichten aus Museen und aus der Museumsarbeit haben wir den monatlichen Vortragszyklus deshalb auch begonnen. Den Anfang hat die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy gemacht mit einem Vortrag über kolonialen Raub, über die Folgen für die Beraubten, über die verschleppte Aufarbeitung dieser Geschichte in den europäischen Museen und über den langwierigen Weg hin zur Bereitschaft, Rückgaben überhaupt erst einmal ernsthaft in Betracht zu ziehen und dann auch einzuleiten. Dieser erste Abend war ganz besonders, weil Benedikt Savoy und wirklich so ganz glückstrahlend direkt aus Paris ankam, wo Frankreich tags zuvor in ihrem Beisein offiziell 26 Artefakte an die Republik Benin zurückgegeben hat. Es war das erste Mal, dass eine Kolonialmacht öffentlich Raubgut restituierte. Es folgte dann ein Abend mit Ines de Castro, der Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart. Sie erzählte aus der Praxis ihres Hauses, das versucht, koloniales Erbe zeitgemäß zu vermitteln und das Museum als eine Dialogplattform einzurichten. An einzelnen Gegenständen hat sie demonstriert, wie unser europäischer Blick das Wesen der angesammelten Güter voll und ganz verfehlen kann. Wie schwierig, manchmal auch inakzeptabel, bestimmte Artefakte umgekehrt, aber auch für uns sein können. Beispielsweise Statuen, die die Anwesenheit von Frauen verbieten, was ein großes Problem ist in einem Museum. Ein anderer Abend führte Themenwechsel mit Angela Janelli und Gottfried Kössler ins Historische Museum in Frankfurt. Hier haben die beiden ein Stadtlabor kuratiert mit dem Titel Auf Spurensuche im Heute, Frankfurt und der NS. Für dieses Stadtlabor haben sie rund 40 Frankfurterinnen nach Diversitätskriterien ausgewählt und nach ihren persönlichen Begegnungen mit dem NS gefragt. Aus den Darstellungen ihrer Geschichten und Erfahrungen ist in fortlaufenden Workshops dann eine Ausstellung entstanden, die zeigt, wie transkulturelle Erinnerungsarbeit ganz konkret funktionieren kann. Noch an zwei weiteren Abenden standen Praktiken des Erinnerns auf dem Programm. Sie führten aber nicht in Museen, sondern auf Straßen und in Gerichtssäle, in den Wissenschaftsbetrieb und ins Internet. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau versammelten sich hier auf der Bühne der Regisseur Nuran Davikalis, Nevruz Duman von der Initiative 19. Februar Hanau und Said Idris Hashemi, ein Angehöriger, der den Anschlag schwer verletzt überlebt hat. In beeindruckender Weise haben sie von ihrem Kampf um Aufklärung des Verbrechens und ein angemessenes öffentliches Gedenken berichtet. Der letzte erinnerungspolitische Abend hatte den armenischen Genozid zum Thema. Die Politikwissenschaftlerinnen Jeanette Irmann und Veronika Zablotzky sowie die Historikerin Elke Hartmann haben darüber gesprochen,
wie sich armenisches Leben vor dem Genozid, armenisches Leben nach dem Genozid mit dem heutigen Leben in der Diaspora verbindet. Und sie haben das an einem Beispiel deutlich gemacht, an einem Online-Archiv mit dem Titel Haus Hamadaryan. Wirklich eine sehr empfehlende Online-Plattform. Nun, all das waren Beispiele für öffentliche Diskurse und Praxiszusammenhänge, die über Wege des Erinnerns und des Gedenkens dazu beitragen, festgefahrene Selbstverständnisse aufzubrechen und unseren Blick auf die Welt ein Stück weit von kolonialen und postkolonialen Einengungen zu befreien. Und immer mit der Frage befasst, wo und wie Vielheit und Differenz Eingang finden in unser Nachdenken über eine solidarische Gestaltung der Welt, haben wir auf weitere Diskurs- und Praxiszusammenhänge geschaut. Beispielhaft auf die Literatur, beispielhaft auf die Entwicklungszusammenarbeit und beispielhaft wird heute Abend dazukommen der Blick auf die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten. Vor allem die Literatur aus anderen Teilen der Welt kann dazu beitragen, Klischees in unseren Köpfen vielleicht nicht abzuräumen, aber doch hoffentlich ein Stück weit zu korrigieren. Das war die Ausgangsüberlegung. Dabei an dem Abend waren dann der Schriftsteller Haitham al-Wadani, die Übersetzerin und Literaturagentin Sandra Wetzel sowie Ilya Trojanow, Schriftsteller, Übersetzer, Verleger und Vermittler. Mit Katja Maurer haben sie über die großartigen Potenziale der Literatur diskutiert, aber auch über das Beharrungsvermögen der nationalen Literaturbetriebe und über die Unwägbarkeiten der Vermittlung in der Übersetzung. Beeindruckend an dem Abend fand ich vor allem zu erleben, wie es bei der Übersetzung und Vermittlung von Literatur einerseits um die großen Fragen eines neuen literarischen Kanons gehen kann, andererseits aber um Skrupel und Zweifel daran, ob wir fremde Sichtweisen, Seinsweisen, fremde Gesten, Tonlagen, Verflechtungen, Verwobenheiten überhaupt angemessen wahrnehmen, erkennen und übertragen können. Auf der einen Seite also ganz beunruhigende Erfahrungen von der undurchdringlichen Verwobenheit, die bis hin zur Frage führen, wer wen übersetzen kann, vielleicht sogar wer wen übersetzen darf. Auf der anderen Seite und sehr dezidiert vorgetragen oder aufgerufen von Ilya Trojanow, die große Arbeit an neuen gemeinsamen, an neuen verbindenden Narrativen, sozusagen an einem literarischen Kosmopolitismus. Vor 3 Wochen dann war der Politikwissenschaftler Aram Zia hier zu Gast unter dem Titel Wie im Westen, so auf Erden, mit einem großen Fragezeichen versehen, hat er das nach wie vor dominante Konzept der Entwicklung einer kritischen Analyse unterzogen und dabei gezeigt, wie das Konzept in unterschiedlichen geschichtlichen Phasen der Entwicklungshilfe, dann später der Entwicklungszusammenarbeit, durchtränkt ist von kolonialem Überlegenheitsdenken und asymmetrischen Machtbeziehungen. Dagegen hat er vor allem ein Stichwort stark gemacht, das Stichwort demokratische Praxis. Und dieses Stichwort, glaube ich, leitet bestens über zum heutigen Vortrag, der sich mit dem egalitär-demokratischen Projekt der Menschenrechte befasst. Und ich freue mich sehr, nun Franziska Martinsen begrüßen zu dürfen, sie kurz noch vorzustellen.
Franziska Martinsen ist seit Februar dieses Jahres Professorin für politische Theorie an der Universität Duisburg-Essen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören internationale Politik, kritische Gesellschaftstheorie, Geschlechterforschung und postkoloniale Theorie. All diese Felder greifen ineinander in ihren Studien über Menschenrechte. In ihrem Buch, es ist dieses hier, Grenzen der Menschenrechte, Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit, Partizipation. In diesem Buch verhandelt Franziska Martinsen die feministische und postkoloniale Kritik der Menschenrechte. Vor allem aber zeigt sie auf, wie die Verankerung der Menschenrechte im System souveräner Einzelstaaten den universalen Sinn von Menschenrechten unterläuft. Und dagegen entwickelt sie die Vorstellung der Menschenrechte als demokratische Weltbürgerinnenrechte. Das Buch ist 2019 bei Transkript erschienen, und zwar sowohl als gedrucktes Buch, wie Sie es gesehen haben, aber auch als Open Access Buch. Das heißt, es ist elektronisch kostenfrei zugänglich. Sie können es beispielsweise downloaden als PDF auf der Seite des Verlags. Ja, Franziska, und damit übergebe ich an dich. Ja, liebe Sidonia, vielen Dank. Vielen Dank hier auch an alle VeranstalterInnen, die ja schon namentlich erwähnt wurden, dass ich heute hier sprechen darf. Und vielen Dank auch ans Publikum, dass Sie hier für mich auch wieder die Gewöhnung an Präsenzveranstaltungen sehr leicht machen. Also ich freue mich sehr, hier in einem leibhaftigen Raum mit Ihnen zusammen sein zu dürfen. Das ist auch für mich wieder etwas Neues nach langer, langer Zeit der rein digitalen Veranstaltungen. Und ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass ja hier im Raum alle eigentlich Bescheid wissen über die Menschenrechte. Und also bitte verzeihen Sie, wenn Sie das Gefühl haben, ich erzähle Ihnen jetzt etwas, was Sie eigentlich längst wissen. Dann ist das nicht beabsichtigt, dass ich davon ausgehe, dass Sie das nicht wissen. Aber über Menschenrechte nachzudenken lohnt sich doch immer wieder, weil, also das zumindest meine Auffassung ist, wir mit Menschenrechten doch so eine ganz, ganz attraktive und zugleich aber auch sehr ambivalente Idee in unserer westlichen Kultur, in unserer europäischen und das sage ich auch gleich ein wenig eurozentrischen Kultur haben und uns vielleicht doch immer wieder vergegenwärtigen müssen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Menschenrechten sprechen. Und deswegen schicke ich gleich ein paar erklärende Worte voran, damit Sie wissen, wie ich über Menschenrechte spreche und über welche Aspekte der Menschenrechte ich hier sprechen werde. Und das ist ein Bild, was aus den allerersten Tagen meiner menschenrechtlichen Forschung stammt. Das hat mal meine Tochter gezeichnet und ich finde, das drückt es genau aus, wie so ein Vortrag ist, der, wenn die Zeit voranschreitet, dann schmilzt auch schon die Wasserflasche. Ich hoffe also, dass Sie nicht das Gefühl nachher haben, dass wir hier irgendwie die Zeit zu sehr überdehnen. Und es ist ja jetzt gut 10 Jahre her, dass ich einer philosophischen Tradition kommend. Ich bin von meiner Ausbildung her eigentlich Philosophin, also habe in dem Fach promoviert und habe aber gemerkt, dass zumindest an deutschsprachigen Universitäten, also anders als in Frankfurt, im Rest der Republik, dass es gar nicht so einfach ist, politische Philosophie an der Universität zu betreiben. Mein Fachgebiet ist die politische Philosophie und Ideengeschichte, unter Einbeziehung feministischer und postkolonialistischer Perspektiven. Und
es hat sich dann so ergeben, dass ich jetzt in der Politikwissenschaft gelandet bin. Also ich habe mich dann im Fach Politikwissenschaft habilitiert, weil es dort diesen Teilbereich der politischen Theorie gibt. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass ich also nicht empirisch forsche. Das sind auch wichtige und auch spannende Studien, die also zu Menschenrechtsverletzungen Daten erheben und die sich Menschenrechtspolitik auf der Welt anschauen. Das ist aber eben nicht mein Zugang, sondern ich habe mir die in dem schon erwähnten Buch die Ideengeschichte angeschaut, also wo, in welchen Epochen im europäischen Diskurs eben aus der Naturrechtstradition heraus diese heute noch sehr wichtige und auch dominante Idee der Menschenrechte entstanden ist, und habe mich aber immer damit dann beschäftigt, was sagen diese Konzepte aus und was sagen sie auch in gesellschaftstheoretischer Hinsicht aus. Denn in der Philosophie gibt es doch häufig so die ja, zum Teil auch schon fast Spaltung zwischen den sehr klugen und auch in sich stimmigen Gedankengebäuden, die dann aber eventuell auch doch ein wenig losgelöst sind von der Praxis und dann ja häufig auch nicht mehr die, die Reflexion und auch die, ja, die Überprüfung dann erleben. Und mein spezifischer Zugang ist tatsächlich demokratische Praxis, war hier schon das Stichwort aus einer Forschungsecke heraus, wenn ich das mal so sagen darf, die sich unter dem Titel Radikale Demokratietheorien eben damit beschäftigt, wie bestimmte demokratische Praktiken auch mehr Gewicht bekommen. Und bei den Menschenrechten, glaube ich, gibt es da noch ein Defizit, wie Menschenrechte auch stärker als politische Rechte wahrgenommen werden können. Und dazu komme ich gleich. Ja, ich erlaube mir jetzt auch noch mal diesen Werbeblock. Ich wusste nicht, wie ausführlich das Buch schon angekündigt worden ist. Und ich erlaube mir das deswegen, weil tatsächlich ich Sie dann nicht zu einem Kauf, ja, gegen Geld hier nötige, sondern tatsächlich ich das Glück hatte, durch so einen Fonds da auch unterstützt zu werden, sodass dieses Buch also zumindest in elektronischer Form auch kostenlos zugänglich ist und Sie also ja ganz unverbindlich mal im Internet ja schauen dürfen, wenn Sie mögen. Mein Vortrag ist in drei Teile geteilt. Erstmal sage ich so ein bisschen allgemeiner noch mal etwas darüber, wie Menschenrechte aus einer politiktheoretischen Sicht verstanden werden können und was daran aber vielleicht auch das Problem ist, wenn wir über Menschenrechte sprechen. Dann kommt im zweiten Teil die Frage, was denn fehlt, also zumindest aus meiner Perspektive. Und da finden Sie auch schon die Antwort. Ich bin der Auffassung, dass die Konzeption, wie wir sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seit 1948 ja sehr prominent und auch bis hin zu der nationalstaatlichen Implementierung ja vorfinden, als zwar nicht selber Rechtsdokument, aber eben als Rechtsquelle, dass wir in diesen 30 Katalogen ein ganz wichtiges Recht nicht vorfinden. Und das möchte ich dann im dritten Teil dann zeigen. Also nicht, dass Sie jetzt erwarten, dass ich die Lösung parat habe, aber ich möchte zumindest ein paar Beispiele aus der Praxis geben, wo Menschen so handeln, als wenn sie schon dieses Recht, das meiner Meinung nach fehlt in der derzeitigen Konzeption der Menschenrechte, dass sie es schon anwenden und wie es da vielleicht Möglichkeiten gibt. Und darüber können wir gerne nachher auch gemeinsam sprechen, wie man diese Praxis dann, diese demokratische Praxis befördern kann. Ja, was sind Menschenrechte und was ist eventuell das Problem an ihnen? Das hier ist die historische Darstellung, also die Darstellung der historischen französischen Deklaration der Menschen- und Bürgerinnenrechte, damals noch nicht gegendert, also Menschen- und Bürgerrechte. Und das ist so, glaube ich, eins der ganz berühmten Beispiele aus der Geschichte, wo
diese spezifische Idee von Menschenrechten, die allen Menschen zukommen, tatsächlich proklamiert wird. Und das findet nicht ohne Vorlauf statt. Also ich will Sie jetzt hier nicht mit ideengeschichtlichen Details langweilen, aber diesen spezifischen Diskurs, und das ist mir in meinem Buch auch wichtig zu sagen, dass ich mir Menschenrechte als moderne Erscheinungsform anschaue und dass ich manche Versuche in der Forschung so nach dem Motto, dass es Menschenrechte immer schon gegeben hat, durchaus skeptisch sehe. Da kommen verschiedene Überlegungen zusammen, also dass wir diese Vorstellung eines abstrakten Individuums brauchen, um überhaupt Menschenrechte allen zusprechen zu können und auch diesen emanzipatorischen Gehalt zu haben, den, soweit würde ich zumindest sagen, den wir vorher nicht vorfinden, also auch nicht in den Diskursen. Die Texte, in denen dann aber diese Vorstellung eines Individuums, das frei und gleich geboren wird, dann vorfinden, sind hier ausgewählte und sehr, also bis heute auch noch stark rezipierte Texte, einmal aus der aus dem nordamerikanischen Diskurs, die Virginia Declaration of Rights und die schon erwähnte französische Menschen- und Bürgerrechtserklärung, die sich auf diese Vorstellung, die sich in der Rechtstheorie in der Rechtsphilosophie herauszubilden beginnt, so im 16., 17. Jahrhundert, dann affirmativ beziehen. Also die zugleich etwas behaupten, was es eigentlich noch nicht gibt in legalen Rechtssystemen. Also in Frankreich haben wir die Ständegesellschaft. Die späteren USA werden sich ja loslösen und als unabhängig erklären von der englischen Krone. Und da geht sozusagen Theorie und Praxis ineinander über, wo behauptet wird und zugleich auch damit dann diese Rechte gesetzt werden als zumindest theoretisch normativ gültige Rechte der Einzelwesen, die eben dann nicht mehr als eingebunden in soziale Stände, also zum Beispiel in die Feudalordnung, angesehen werden, sondern genau diesen Emanzipationscharakter ganz stark inhaltlich transportieren. Also das kommt dann aus einem Diskurs, und das ist auch wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass das natürlich in den Menschenrechten sich auch bis heute weiter transportiert. Also dieses Bewusstsein dafür, dass es Unrecht gibt, wenn Menschen diskriminiert werden, wenn sie als eben nicht gleich und gleichermaßen frei angesehen werden, wenn sie unterdrückt werden, und dass es dagegen etwas gibt, was angerufen werden kann, nämlich als allgemeine, für alle geltende, erstmal normativ geltende Rechte. Und die, diese Form von Universalismus ist eben etwas, was wir im Aufklärungsdiskurs dann des 18. Jahrhunderts immer stärker auch begründet dann vorfinden. Also geben sich die Theoretik her vor allen Dingen, aber ich komme gleich auch noch auf eine Ausnahme zu sprechen, dann auch so die Stichworte wechselseitig in die Hand. Es ist aber, wie gesagt, etwas, was behauptet und gefordert wird. Ja? Also es ist nichts, was sich jetzt so irgendwie aus der gegebenen Rechtspraxis heraus entwickelt, sondern das ist etwas, was dann im Zuge der Französischen Revolution, glaube ich, für uns alle, wir haben da so diese Bilder im Kopf, Erstürmung der Bastille und so weiter, wo eine Gesellschaftsordnung massiv in Frage gestellt wird, also auch praktisch in Frage gestellt wird. Und da sind diese Menschenrechte mit im Gepäck. Was wir allerdings, und deswegen habe ich da oben drüber geschrieben, um das auch zu markieren, dass ich hier nicht über alle möglichen Menschenrechtskonzeptionen spreche, die ich ja auch gar nicht abstreite, dass es auch andere gibt, sondern mir geht es hier um den europäisch und aber auch eurozentrischen Diskurs, der, das muss man auch sehen, doch sehr schweigsam ist gegenüber der
Anwendung und Anrufung dieser Rechte, zum Beispiel in Haiti, zur ungefähr gleichen Zeit. Dort werden die Menschenrechte von schwarzen Menschen in Anspruch genommen. Und das ist etwas, was die, ja, die Geschichtsschreibung der weißen Mehrheitsgesellschaft bis heute dann immer verschweigt. Deswegen möchte ich es hier nochmal extra erwähnen. Die Bezugnahmen in der politischen Theorie sind dann aber mehrheitlich auf die Texte, auf die weißen Texte, wenn Sie so wollen. Und deswegen arbeite ich mich an denen auch ab. Aber es ist immer mit gemeint, dass in der Anwendung dieser revolutionären, emanzipativen Idee wir schon auch in diesem Zeithorizont, also des ausgehenden 18. Jahrhunderts, auch eben dieses Beispiel haben, der Revolution in Haiti. Also es ist nicht nur Nordamerika und Frankreich, die immer so, wenn Sie irgendwelche Überblicksdarstellungen lesen, immer genannt werden, sondern es gibt auch diese haitianische Revolution, zu der es jetzt in den letzten, seit den letzten 30 Jahren aber auch deutlich mehr Forschung gibt. Also wenn Sie da auch noch Interesse haben, kann ich Ihnen auch gerne im Nachgang nochmal Literatur auch empfehlen. Und ich sagte schon, eine Figur, die auch sehr lange vergessen wurde, nämlich die Schriftstellerin Olympe de Gouges, eine Autodidaktin nur am Rande, ja, weil eben Frauen in der damaligen Zeit zumindest, wenn sie nicht aus höheren höheren Gesellschaftsschichten kamen, nicht die gleiche Bildung, wie sie männlichen Zeitgenossen angedient wurde, haben konnten. Olympe de Gouges liest auch die, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im revolutionären Frankreich, fühlt sich enorm angesprochen von diesem Text, möchte mitmachen an der Revolution und wird ausgeschlossen aus den Clubs. Also das ist auch etwas, was wir kennen den Marsch der Frauen nach Versailles. Das ist sicherlich ein historisches Ereignis, was aber so ein bisschen ausblendet, dass die Revolutionäre des damaligen Paris eigentlich nicht alle Menschen gemeint haben mit dieser Erklärung. Und Olympe de Gouges setzt dagegen ihren Gegenentwurf, nämlich die Deklaration der Rechte der Frau und Bürgerin. Und sie macht etwas, was uns heute geläufig ist, was aber damals für Aufsehen gesorgt hat. Sie gendert einfach mal diesen allgemeinen Text und macht so deutlich, dass wenn nicht immer die Frauen explizit mitgenannt werden, dass dann sich Allgemeinheit und universeller Anspruch dann durchaus in der Praxis ganz anders gestalten kann. Und macht schon auf der sprachlichen Ebene klar, wie wichtig es ist, auch diejenigen zu adressieren, die vorgeblich gemeint sind, aber faktisch ausgeschlossen werden können. Und das ist im Französischen auch noch mal ein bisschen einfacher, weil Sie ja wissen, l'homme ist sowohl der Mann als auch der Mensch. Das kennen wir auch im Englischen. The rights of man, ja, macht schon deutlich, selbst wenn damit angeblich alle gemeint sind, dass dann doch auf der sprachlichen Ebene dieser Unterschied durchaus vorzufinden ist, der sich dann auch in der Praxis so widerspiegeln kann. Auch dieser Text ist in Anführungsstrichen über weite Jahrzehnte, fast über 150 Jahre vergessen worden, in Anführungsstrichen. Olympe de Gouges ist auch ein Beispiel dafür, wie eben Frauen systematisch ausgeschlossen wurden aus den eigentlich emanzipatorischen Kämpfen. Und da sieht man, dass eben Menschenrechte nicht sofort nur in einer ganz klaren Lesart zu verstehen sind und quasi nicht zu missbrauchen sind. Ein Aspekt, auf den wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Das ist die eine Variante und das ist das, was mein Geschäft als politische Theoretikerin ist, mir die ideengeschichtlichen Texte anzuschauen bis zu den heutigen gegenwärtigen Diskursen. Und da kommen wir auch noch nachher dazu. Dann sind aber Menschenrechte mittlerweile ja, also nach 1945, ja auch etwas, was in die rechtliche Ordnung eingeht. Ja? Und wir finden Menschenrechte ja zum Beispiel auch in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland vor. Dann haben wir da Vorläufer und Quellen für zum Beispiel auch unsere Verfassung
in Texten wie, also Textdokumenten wie der Charta der Vereinten Nationen und der ganz berühmten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Und wenn wir uns das so anschauen, als internationale, also als Gattung internationaler Abkommen, ist zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch von so gut wie allen Staaten weltweit ratifiziert, also von der großen Mehrheit. Das Besondere daran ist, es ist auch erstmal nur ein Deklarationstext, also nur insofern, als dieses Dokument nicht per se rechtlich verbindlich ist. Es gibt ja keine Weltverfassung. Also es gibt manche Kolleginnen, die, die Menschenrechtserklärung gerne jetzt schon so als mögliche potenzielle Weltverfassung eines Tages lesen, also dass das mal möglicherweise das, die Grundlage dafür sein könnte. Aber als Dokument selber ist, ist diese Erklärung nicht rechtsverbindlich. Sie ist aber die Grundlage für die internationalen Abkommen und wenn sie nationalstaatlich implementiert wird, kann sie dann in Form zum Beispiel unserer Grundrechte hier in Deutschland dann damit legal verbindlich werden. Hier habe ich noch mal, nur einfach so, weil man es vielleicht nicht immer im Kopf hat, noch mal wichtige Menschenrechtsabkommen aufgezählt, die auch immer ja durchaus eine Rolle in unserem Alltag spielen. Also das darf man nicht übersehen in einem Nationalstaat, der sich eben der Implementierung verpflichtet. Reicht es dann bis dahin? Zum Beispiel die Behindertenrechtskonvention hat ja in den letzten Jahren zum Beispiel dazu geführt, dass allgemeine Schulen sich so baulich zum Beispiel dann verändern mussten, dass sie auch Kindern mit Behinderung den Zugang ermöglichen. Ja? Dass man eben nicht nur die eine Möglichkeit hat, Kinder eben in Spezialschulen zu beschulen, wenn sie eine Behinderung haben, sondern das ist zum Beispiel eine Umsetzung dann gewesen dieser Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Da sehen wir, das hat dann etwas mit dem, auch tatsächlich mit dem Alltag zu tun. Aber es hängt davon ab, das geht nicht automatisch, es hängt davon ab, dass sich der Nationalstaat eben dazu verpflichtet und auch für die praktische Umsetzung sorgt. Und auch da wissen wir, dass vieles vielleicht dann doch nicht so ganz eins zu eins dann erfolgt. Ich sagte schon, es bleibt ein europäisch-eurozentrischer bzw. westlicher Blick hier. Es gibt auch andere Menschenrechtserklärungen, die in bestimmten Regionen auch in dieser Welt dann auch eine Bedeutung haben. Das ist aber nicht meine Forschung, jetzt diese miteinander zu vergleichen, ist aber auch eine spannende Frage, weil die sich zum Teil auch sehr unterscheiden von der allgemeinen Menschenrechtserklärung, zum Beispiel bei der Kairo-Deklaration, wo durchaus die Geschlechter auch verschieden behandelt werden im Text. Also diesen Universalanspruch, wie sie die allgemeine Erklärung hat, finden wir dort nicht vor und sie heißen trotzdem Menschenrechte. Das ist aber noch mal ein bisschen anderes Feld, das wir jetzt heute hier nicht unter dem Stichwort, was das Problem an den Menschenrechten ist, behandeln wollen, sondern mir geht es darum, nochmal da den Blick darauf zu werfen, dass so von ihrer historischen und ideengeschichtlichen Genese Menschenrechte, und deswegen sage ich es hier nochmal ganz deutlich, als subjektive Rechte gefasst werden. Also das ist etwas, was Menschen als Individuen zugesprochen wird. Und das hatte den historisch gesehen den ganz, ganz revolutionären und emanzipativen Impetus, nämlich, dass man sich überhaupt das Individuum so herausgelöst vorstellt aus den sozialen, aus den hierarchischen Bezügen. Und das Problem ist aber, dass das in dieser Denkbewegung dann, also jetzt mal ganz platt gesagt, man braucht ja irgendwie ein Argument, das so sagen zu können, behaupten zu können, weil die gesellschaftliche Wirklichkeit ja eine ganz andere war. Man hat also diese Rechte als natürliche Rechte konzipiert, als von Natur aus dem Menschen zukommende. Und das sind dann
in dieser Konzeption dann vorgesellschaftliche bzw. vorstaatliche Rechte? Also wir kennen das aus den klassischen Gesellschaftsvertragstheorien. Da habe ich jetzt mal Locke als ein Beispiel hier herausgenommen. Also für diejenigen, die sich vielleicht damit schon mal beschäftigt haben, da ist ja immer so ein bisschen die Frage, also nicht nur für Locke, sondern auch für andere Theoretiker, warum sollen wir überhaupt einen Staat haben? Ja, und bei Locke ist dann so diese die Erklärung, ja, eigentlich haben wir die natürlichen Rechte, wir brauchen nicht erst eine Instanz, die sie uns zuschreibt, aber wir brauchen eine Instanz, die sie uns auch gewährleistet. Und das ist der Clou, kann man geradezu sagen, in diesem Diskurs, dass man die größte Gefahrenquelle für die Verletzung von diesen natürlichen Rechten, nämlich den Staat, zu der gewährleistenden Instanz macht in dieser Theorie. Ja? Also der Staat schützt die Rechte des Individuums, die ihm natürlicherweise zukommen, aber gewährleisten kann es der Staat eben dann auch nur in dieser institutionellen Weise. Und die berühmtesten Menschenrechte oder eben natürlichen Rechte, wie sie da noch genannt werden, sind die Rechte auf das eigene Leben, auf die Freiheit und auf alles das, was mit dem eigenen Körper angeeignet werden kann. Und ich glaube, so kritisch wir das auch gerade das Eigentum oder dieses Property heutzutage sehen, es hat in dem Moment diesen, diesen ermächtigenden Charakter, ja, weil Menschen zugeschrieben wird, dass sie sich selber mit ihrem Leben, mit ihrem Körper auseinandersetzen, das Leben bestreiten und ihnen das Recht niemand nehmen kann, sondern andersrum, dieses Recht muss ihnen gewährleistet sein. Und das geht dann so auf die Reise im europäischen Diskurs, dass immer wieder diese Rechte als subjektive Rechte des Menschen, also das, was ihm, dem Menschen, als Menschen zukommt, dann immer wieder so formuliert und begründet werden. Jetzt ist nur das Problem, ja, wenn Menschen in den Staatszustand übergehen, dann sind sie nicht mehr einfach nur Menschen. Dann sind sie auch BürgerInnen das heißt, diese natürlichen Rechte werden dann zu den BürgerInnenrechte. Also das hat, könnte man sagen, gewissermaßen organisatorische Gründe, weil dann Nationalstaaten sich dann als Organisationseinheiten so herausbilden. Und da tritt jetzt eine Spannung ein. Eigentlich soll es das gleiche Recht sein. So behauptet das ja zum Beispiel auch die französische Menschen- und Bürgerrechtserklärung. Es sind ja nicht zwei verschiedene Erklärungen, sondern es steht im gleichen Text. Aber als gewährte Rechte sind dann die Menschenrechte, dann Bürgerinnenrechte für die Bürgerinnen einer Nation. Und das hat eben in der Französischen Revolution auch diesen Grund, weil da die Nation überhaupt erst gebildet wird gegen die Feudalordnung. Aber damit werden diese Bürgerinnenrechte partikulare Rechte, also spezifische Rechte für eine bestimmte Gruppe, nämlich diejenigen, die zu der Nation gehören. Dann heißen sie in der Regel Grundrechte, so wie eben auch unsere Grundrechte in der Verfassung. Aber es sind dann eben nicht mehr die Menschenrechte, die für alle gelten. Und ich komme nachher auf ein Beispiel. Auch unsere Verfassung macht da durchaus einen Unterschied. Und wir kennen ja die vielen Beispiele, ne? Wahlen, also zur Wahl gehen dürfen, hängt davon ab, ob wir eine bestimmte Staatsbürgerschaft haben, je nachdem, was wir wählen, ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene. Aber daran wird deutlich, dass diese Menschenrechte, denen sich ja zum Beispiel der Staat Deutschland auch gegenüber verpflichtet hat, dann Partikularrechte werden für einige, die für andere nicht im gleichen Maße gelten. Und das kann man so erklären, es ist ein bisschen schematisch, aber es ist ein Erklärungsansatz, dass eben diese universellen Rechte, quasi moralisch begründete, also normativ begründete, abstrakte Rechte sind. Menschenrechte als partikulare Grundrechte sind dann die, die dann legal, also zur legalen Rechtsordnung gehören, aber erst nachdem sie von Nationalstaaten implementiert wurden. Und das haben einige politische TheoretikerInnen, unter ihnen Hannah Arendt, aber auch Frantz Fanon, dann mit Blick zum Beispiel auf all diejenigen, die
keine Staatsbürgerschaft haben. Das ist sozusagen das Extrembeispiel. Aber wir wissen ja, dass das für sehr viele Menschen eine Realität ist. Also die Zahlen gehen immer weiter in die Höhe. Ich kann Ihnen jetzt gerade aus dem Kopf nicht die exakte Zahl beziffern, aber Staatenlosigkeit betrifft einfach faktisch viele Menschen auf der Welt. Und Hannah Arendt hat sehr zugespitzt in Bezug auf die Menschenrechtserklärung gesagt, na ja, da erklärt man diese Rechte, aber letztendlich sind sie dann echte Rechte, die auch Schutz gewähren, nur die Bürgerinnenrechte, also die Staatsbürgerinnenrechte. Und für diejenigen, die keine Staatsbürgerin sind, bleibt der Zustand eigentlich ein Naturzustand ohne diesen schützenden Staat. Fanon hat das so ähnlich, nur mit einem anderen Terminus, also eine Zone, das kann bis dahin führen, dass Menschen, und ich bringe gleich auch ein Bild, was das illustriert, die im Grunde genommen nicht existent sind dann ja, in Bezug auf diese Rechte. Hier, ich gebe zu, das ist jetzt so ein bisschen dramatisierend, aber es soll auf das, was von dem wir wissen, dass es täglich stattfindet, zum Beispiel auf dem Mittelmeer, dass Menschen, die den Fluchtweg über das Wasser nehmen, zum Teil abgehalten werden davon, überhaupt zum Beispiel europäischen Boden zu betreten, um dort das Menschenrecht auf Asyl zu beantragen. Und das, deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt. Was da in der Szene dann wirklich passiert ist, das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt hier nur ein Beispielbild, aber es soll diese Pushbacks versinnbildlichen. Und da an diese Menschen, aber auch an Menschen, die in Flüchtlingslagern warten, bis sie irgendwie eventuell in ihr von Krisen geschütteltes Herkunftsland wieder zurückkehren können oder die darauf warten, dass ein anderes Land sie eventuell aufnimmt, da findet es dann auf dem Boden statt und nicht auf dem Boot. All diese Menschen hatte Hannah Arendt im Blick, als sie ja, die Menschenrechte sehr stark dafür kritisiert hat, dass sie letztlich eine rhetorische, könnte man sagen, Konstruktion sind und aber eigentlich den Schlüssel für diejenigen, die am allermeisten auf sie angewiesen sind, gar nicht bereithalten. Ja? Menschenrechte sind im Grunde genommen damit, wenn man es sehr stark überspitzen möchte, ja, Rechte für diejenigen, die ohnehin über die Staatsbürgerrechte Rechte genießen. Also, die eigentlich von der Idee her inklusiven Menschenrechte stehen also im Spannungsverhältnis zu den exklusiven, also in dem Sinne, dass diese Bürgerinnen, Staatsbürgerinnenrechte dann eigentlich nur den Staatsbürgerinnen zukommen. Und das wird in der politischen Theorie oder der politischen Philosophie so diskutiert, dass das eben an dieser Engführung liegt, dass Menschenrechte vor allen Dingen als moralische Rechte verstanden werden, der Sache nach, die dann immer darauf warten, dass ein Staat sie implementiert und damit zu legalen Rechten macht. Damit werden aber, ja, wie wir schon an diesem Beispiel der Pushbacks zum Beispiel sehen, damit nicht in dem ursächlichen Sinne, aber in den Auswirkungen haben wir da das Problem, dass dann bestimmte Machtverhältnisse eben zwischen Staaten des globalen Nordens, die sich auch wechselseitig, ne, wenn wir zum Beispiel an die EU-Staatsbürgerschaft denken, dann ist das ja ein System, wo nochmal die Staatsbürgerschaft, die nationale, nochmal doppelt aufgewertet wird, weil sie uns, jedenfalls also denjenigen, die diese EU-Staatsbürgerschaft haben, nochmal zusätzliche Rechte sogar verbürgen, ne? Reisefreiheit und die Freiheit, den Wohnort zu wählen und so weiter und so fort. Das heißt aber, dass sich also auf der einen Seite Rechte nochmal verstärken und auf der anderen Seite für andere dadurch aber noch unerreichbarer werden. Und das nennt der französische politische Philosoph Etienne Balibar ein irreparables Auseinandertreten von Freiheit und Gleichheit, so wie es eigentlich in der Menschenrechtserklärung ja proklamiert wird, dass das eigentlich allen Menschen zukommen soll. Und jetzt will ich mal ein paar Beispiele geben, wie sich das so auf der Textebene darstellt. Also wenn wir den Artikel 15 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte uns anschauen,
dann ist da ganz klar eigentlich ein Recht vorgesehen, dass jeder Mensch Anspruch auf Staatsangehörigkeit hat und im Umkehrschluss eigentlich auch niemand seine Staatsangehörigkeit entzogen bekommen darf. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass das in der Idee gut ist, aber vielleicht in der Praxis nicht, sondern ich habe hier das Wort Mensch markiert. Damit will ich sagen, ja, eigentlich steckt da auch schon diese Spannung zwischen Menschenrechten und dann den Bürgerinnenrechten schon hier auch in der Formulierung, weil es letztendlich dann wieder von den Nationalstaaten abhängig gemacht wird, ob es dem einen oder dem anderen Menschen zuteil wird. Und manche Staaten vergeben ja die Staatsbürgerschaft zum Beispiel über die Abstammung. Dann, wenn sie Glück haben, dass die Eltern schon die Staatsbürgerschaft aufweisen, dann erben sie sie quasi mit. Manche Staaten machen es von dem Zeitpunkt der Geburt auf dem Territorium abhängig. Da sehen Sie aber schon, dass es sehr unterschiedliche Mechanismen gibt, um an die Staatsangehörigkeit zu gelangen. Und es hängt dann immer eben von irgendeinem Nationalstaat ab, der diese Staatsangehörigkeit gewährleistet. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt es auch den Artikel 20, der vorgibt, dass jeder Mensch das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit haben sollte und niemand gezwungen werden sollte, also umgekehrt, einer bestimmten Vereinigung anzugehören. Und jetzt denken wir erstmal so, ja, klingt gut. Wenn wir uns aber das Grundgesetz anschauen, dann sind es nicht mehr alle Menschen, die dieses Recht haben, sondern da wird dann unterschieden zwischen den Staatsangehörigen und anderen. Da ist also explizit von Deutschen die Rede, die das Recht haben, sich frei zu versammeln. Also nochmal, um damit zu verdeutlichen, diese Spannung zwischen den Menschen- und Bürgerinnenrechten. Also die nationale Souveränität trumpft dann doch letztendlich die Menschenrechte. Und noch ein Beispiel, was auch auf der sprachlichen Ebene so ein bisschen verräterisch ist. Artikel 21 jetzt wieder der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, an der Leitung öffentlicher Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter, das ist ja alles ungegendert, teilzunehmen. Da stellt sich ja auch wieder die Frage, es ist hier nicht explizit gesagt, nur die Staatsangehörigen, aber in den allermeisten Ländern ist es faktisch so. Es gibt Ausnahmen, es gibt Länder, die auch nicht nur den Staatsbürgerinnen im engeren Sinne oder so wie hier in Deutschland auch EU-Bürgerinnen in bestimmten Hinsichten das Recht einräumen an den, hier sind ja Wahlen gemeint in einem Repräsentativsystem. Damit komme ich zu dem Punkt, was fehlt, nämlich ein Menschenrecht auf die Mitbestimmung über die Lebensbedingungen. Nennen wir es jetzt mal politische Partizipation, ob in Form von Wahlen oder eben in Form von Versammlungen, um darüber nachzudenken, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Und es ist, glaube ich, klar, warum das so nicht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehen kann, weil es ja sonst tatsächlich die nationale Souveränität von Staaten dann auch durchbrechen würde. Aber genau das ist eben dann das Problem, dass sich viele aus der Bevölkerung, die in einem Land leben, nicht in gleicher Weise politisch beteiligen können an dem Geschehen, dass sie in dem Land erleben, wie diejenigen, die die Staatsbürgerschaft haben. Und hier wäre also Stichwort utopischer Raum, eben die im Moment noch utopische Idee, dass es dass Menschenrechte eigentlich auch ein solches, also wenn wir an Menschenrechtskataloge denken, wie zum Beispiel den der Allgemeinen Erklärung, dass eigentlich so ein zentrales Recht mit dabei sein sollte, weil es eben für diejenigen, die dieses Recht nicht haben, ja, bedeutet, dass sie aus doch sehr wesentlichen Bereichen ausgeschlossen sind. Und es mag sein, dass es im Alltag so nicht so stark zutage tritt. Aber wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir an die Diskussion zum Frauenwahlrecht denken, dann war genau das Argument, dass die Frauen von allen Entscheidungen betroffen sind. Sie sind immer da,
Aber sie haben keine Möglichkeit, auf diese Entscheidungen mit Einfluss zu nehmen. Und da hat immer auch die schiere Zahl natürlich das Argument verstärkt, so nach dem Motto, die Hälfte der Bevölkerung kann nicht mitmachen. Aber in einer Zuwanderungsgesellschaft ist das auch, wenn wir über Zahlen sprechen, auch keine geringe Anzahl an Menschen, die dann über wichtige Entscheidungen nicht mitbestimmen darf. Und aus dem Grund meine ich, dass Menschenrechte also nicht nur über dieses fehlende Recht hinaus, sondern insgesamt stärker als politische Rechte und nicht nur einfach als moralische Rechte verstanden werden sollten. Und das, dafür bräuchte es sozusagen ein bisschen mehr, als jetzt einfach nur ein 31. Recht mit in den Katalog aufzunehmen. Das wäre das eine, ja, weil ja dieser Katalog schon auch so eine Symbolkraft hat. Er kann angerufen werden, er kann in Diskussionen und Argumentationen herangezogen werden. Aber es müsste auch diese Diskussionen darüber geben. Und damit würden Menschenrechte auch selbst dann, also die Aushandlung darüber, was die Gehalte von Menschenrechten sein sollten, würde damit auch Teil der demokratischen Praxis werden können. Also in diesem Sinne, ja, das, was so im Zeitraffer dann mal an bestimmten historischen Knotenpunkten passiert, wie zum Beispiel 1789, ja, da in kürzester Zeit wird so eine Deklaration geschrieben und dann auch quasi mehr oder weniger umgesetzt. Das kann vielleicht nicht permanent passieren, aber die grundsätzliche Überlegung, dass vielleicht mal jetzt über 75 Jahre bald nach dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass da vielleicht doch auch mal wieder ein Nachdenken darüber stattfinden sollte, wie gehen wir jetzt eigentlich mit so einem Text um und wie wollen wir ihn verstehen. Es gibt Beispiele aus der Praxis. Also hier ist zum Beispiel eins, jetzt sehr klar auf dieses Wahlrecht bezogen, die Initiative Nicht ohne uns 14%, die war im Wahlkampf in Berlin sehr aktiv. Und da ist so ein wichtiger Satz aus dieser Kampagne, also die lief übers Internet, ne, über Change.org, konnte man also Unterschriften leisten. Und ein Satz daraus war, Wahlrecht muss ein Recht sein und kein Privileg. Das ist eben so politisierend zuspitzend. Aber in der Tat, es ist so, es ist genau dieser Punkt, warum muss ich erst Staatsbürgerin werden, bevor ich wählen darf? Und es gibt durchaus Länder, die Bewohnerinnen eines Landes nach einer bestimmten Zeit auch ohne den Erwerb der Staatsbürgerschaft das Recht auf Wahlbeteiligung zusprechen. Und die Frage ist ja eigentlich auch, was dagegen spricht. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich wollte Ihnen dieses Beispiel nur hier dokumentieren, dass es eben das ist ein Beispiel aus der Praxis. Und es hat immerhin, wenn man so will, Entschuldigung, ich dachte, ich hätte das, ich habe zu schnell geklickt, es ist sogar bis in den Koalitionsvertragsentwurf gelangt. Also ich habe jetzt leider hier nicht das Zitat, ich weiß aber, dass es auf Seite 68 steht, noch aus dem Kopf, das können Sie dann vielleicht selber nochmal nachlesen. Da wird darauf hingewiesen, dass sich Berlin eigentlich darum bemühen möchte, Bewohnerinnen, die aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dieses Recht mit zu gewährleisten. Und dann noch ein Beispiel, bisschen anders gelagert, wo es auch darum geht, also das eine ist hier schon sehr organisiert, das sind Menschen, die einen legalen Aufenthaltsstatus haben, aber eben kein Wahlrecht. Hier geht es darum, um Menschen, die vorhin von Hannah Arendt ja schon in den Blick genommen wurden, Menschen eventuell staatenlos oder ohne regulären Aufenthaltsstatus in einem bestimmten Land, zum Beispiel in Frankreich. Es hat aber auch solche Initiativen auch in Deutschland schon vor mehreren Jahren gegeben und gibt es sie auch nach wie vor, nämlich Menschen, die sie werden ja oft als irreguläre
Bewohnerin eines Landes bezeichnet, aber das ist dann schon der diskriminierende Begriff. Also Menschen ohne Aufenthalts-, ohne legalen Aufenthaltsstatus, die dann, wenn sie zum Beispiel unter ihrer Situation stark leiden, keine Möglichkeit haben, sich zu beschweren und die aber dann trotzdem auf die Straße gehen. Die sogenannten Sans-Papiers, also weil das in Frankreich zuerst sehr prominent wurde, nimmt man da immer den französischen Namen. Und diese Demonstration, obwohl sie das Recht dazu nicht haben, ist sozusagen dieses Beispiel, dass Menschen sich ein Menschenrecht nehmen, das als Menschenrecht formuliert wird, das sie aber nicht auf legalem Wege zugesprochen bekommen. Und das nennt die Kollegin Francesca Raimondi das politische Urrecht, sich das Recht zu nehmen. Also es ist im Grunde genommen der gleiche Akt wie 1789, zu sagen, ich habe das Recht zu demonstrieren und ich wende das jetzt an. Natürlich immer mit diesem Risiko, dann von der Polizei festgenommen zu werden und so weiter und so fort. Und dann auch auf diesen Status dann besonders zurückgeworfen zu werden, kein legales Aufenthaltsrecht zu haben. Ist aber auch Teil im Grunde genommen einer radikal-demokratischen Praxis, nämlich sich genauso zu verhalten wie diejenigen, die das Recht legal haben, genauso auf die Straße zu gehen und sich Gehör zu verschaffen. Und das war es auch erstmal schon als Input. Hier sind noch die Bildnachweise, alle Zitate und ich hatte ja auch schon gesagt, bei Interesse gerne nachher noch mehr Literatur. Und ich freue mich nachher auf die Fragen. Erstmal sprechen wir, glaube ich, miteinander, Sidonia, ne? Ja, herzlichen Dank, Franziska, für diesen doch sehr vielschichtigen und klärenden Vortrag. Wir sind schon etwas vorgeschritten in der Zeit, weshalb ich denke, dass wir unser Gespräch so etwas abkürzen sollten, dass wir möglichst schnell dann öffnen ins Publikum. Aber zumindest eine Frage würde ich doch noch loswerden, eine einzige. Und zwar betrifft sie nochmal deinen Ansatz einer politischen Konzeption der Menschenrechte. In diesem Ansatz, und das hast du jetzt am Ende nochmal deutlich gemacht, ist er immer ganz stark auch ein revolutionäres Moment angesprochen. Und du hast Francesca Raimondi zitiert mit ihrer Aussage, Menschenrechte oder das erste Menschenrecht ist ein Recht, das genommen wird, in Anspruch genommen wird, ganz unabhängig davon, ob es gewährt wird oder ob es nicht gewährt wird. Andere Autoren sprechen von einer aufständischen Praxis der Menschenrechte, von einer revolutionären Praxis der Menschenrechte und so weiter. Und du selbst hebst ja auch das Selbstermächtigungspotenzial der Menschenrechte ganz stark hervor. Das alles leuchtet mir voll und ganz ein. Ich finde das plausibel, begründungstheoretisch sowieso, aber auch finde ich es plausibel mit Blick auf die emanzipatorische Dimension der Menschenrechte. Und trotzdem scheint mir an der Stelle die Philosophie manchmal auch einfach zu romantisch zu sein, mit ihrem revolutionären Pathos. Ja, vielleicht sogar auch ein Stück weit, ich weiß nicht, falsch. Zwar deshalb, weil ich denke, damit wird den Entrechteten auch so ganz einseitig eine Last auferlegt. Sie sollen die Revolte machen, sie sollen für ihre Rechte kämpfen und so weiter. Und wir wissen ja umgekehrt, dass Menschenrechtsarbeit nicht nur einen sehr, sehr langen Atem erfordert, sondern dass sie auch auf sehr vielen Ebenen stattfinden muss. Und ich wäre neugierig, also wie du versuchen würdest, dieses Spannungsfeld so zusammenzubringen. Also auf der einen Seite, also die Spannung so zwischen Revolte und Dauer, zwischen Revolte und Institutionalisierung, Revolte und Durchsetzung.
Ja, vielen Dank. Also es ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch wirklich ins Herz überhaupt auch der akademischen Überlegung natürlich stößt. Ja? Inwiefern kann sich da auch das Denken über etwas da auch gut rechtfertigen, wenn dann Aufgaben zugesprochen werden. Ja? Also das ist sicherlich sehr problematisch. Und so ist es auch zumindest von meiner Seite aus nicht gemeint. Ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich lese auch andere Autorinnen so, die ja eben da so eine Emphase drauflegen, dass es erstmal darum geht, die Momente, also in unserer Selbstverständlichkeit und in unserer Sattheit, sage ich jetzt mal, derjenigen, die das Privileg haben, über Menschenrechte zu verfügen, und zwar in Form der staatsbürgerlichen Rechte, dass wir zumindest wahrnehmen, wo Menschen noch darum kämpfen müssen. Denn ich glaube, dass es vielen nicht bewusst ist, dass es diese Unterschiede gibt. Und zwar nicht nur, wenn es um fernliegende Problemländer, Problemsituationen geht, sondern dass das hier auch, dass das im Grunde genommen jeden Tag, wenn wir nur die Augen aufmachen, stattfindet, auch wenn keine Demonstration vor Ort ist. Und dann ist es aber auch die Frage immer, ich glaube, es ist so ein bisschen der Wunsch dabei, dass es nicht zu paternalistisch rüberkommt, aber es bleibt paternalistisch. Also nicht nur romantisch, so nach dem Motto, ja, wir wollen immer mal wieder, ich sag jetzt mal so, vielleicht alle 50 Jahre ein revolutionäres Moment, ja, und dann hat es vielleicht mal, also so ein bisschen, ja, also dann schwingt das ja so mit und das sollen diejenigen, die diese Diskrepanz erleben oder die sich entrechtet und unterdrückt fühlen oder rechtlos, die sollen das anstoßen und dann machen wir mit. Und das ist natürlich sehr verfänglich und würde auch einer sehr unheilvollen Arbeitsteilung das Wort reden. Und ja, da ist immer so die Frage, wie findet man da eine gute Synthese? Ja, also diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen auf der einen Seite und die darüber nachdenken. Und im Idealfall sollte beides zusammengehen. Und das ist, glaube ich, zumindest bei einigen dieser Initiativen dann auch der Fall. Aber es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie sich das auf größere Zusammenhänge dann vielleicht eines Tages mal auswirkt. Ich denke, ich würde jetzt schon mal in die Runde gucken oder in Richtung Chat. Ramona, kannst du schon mal was reingeben? Ah ja, dann ist... Hannes? Jetzt ist es an, genau. Ich würde gerne selber eine Anmerkung machen. Also zum einen gibt es hier eine Leseempfehlung im Chat. Donatella di Cesare, Philosophie der Migration, unter anderem das Recht auf Rechte. Die gebe ich jetzt einfach mal ungefiltert weiter. Und also vielen Dank erstmal für diesen Vortrag in all seiner Klarheit, fand ich wirklich sehr bereichernd. Was mir dabei einfach noch in den Kopf gekommen ist, ist weniger eine Frage als eine Anmerkung, wo ich gerne eine Reaktion zuhören würde. Es geht ja nicht nur um die Illegalisierten, Unterdrückten, die ihre Rechte nicht wahrnehmen können. Es gibt ja auch eine Menge privilegierter Menschen, die gar kein Interesse daran haben, auf einer kommunalen Ebene Rechte wahrzunehmen, die Immobilien weltweit kaufen, die beispielsweise am Mittelmeer, wo es auch zusammenkommt, also wo die Illegalisierten also über das Mittelmeer kommen, wo dort illegalisiert werden und wo eben dann reiche Menschen ganze Städte aufkaufen, in denen sie gar nicht als BürgerInnen leben und gar kein Interesse daran haben, das Gemeinwohl, die Gemeinde mitzugestalten. Und ich finde, das kommt irgendwie, es ist ja auch eine Pflicht, sich einzubringen und zu gestalten und nicht nur ein Recht, das man hat. Und da sieht man eben die Touristinnen, die vagabundieren können und die Migrantinnen, die gezwungen sind oder die Flüchtlinge, die gezwungen sind zu fliehen, die an manchen Orten auch zusammenkommen und wo ganze Städte ohne Bürgerinnen irgendwann existieren, weil sie keine Rechte dort wahrnehmen können oder wollen. Ja, vielen Dank. Also das ist nochmal ein sehr gutes, auch sehr sprechendes und ich glaube für alle jetzt sehr plastisch vor Augen stehendes Beispiel. Und ich habe jetzt auch keine Ad-hoc-Lösung, wie man jetzt genau mit dem spezifischen Problem umgeht. Es gibt aber auch in meinem Denken natürlich die Leerstelle, die wahrscheinlich allen auch aufgefallen ist. Ich rede jetzt hier immer über das Politische, aber hier ist ja ganz klar der Aspekt des Ökonomischen auch nochmal so deutlich. Da stellt sich dann die Frage, mit Wahlen im Nachhinein ist das dann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ja? Selbst wenn dann diejenigen, die
die einfach von ihrem Privileg nicht wählen zu müssen, ja, Gebrauch machen, dass die es dann so weit kommen lassen. Und für manche kommt ja vielleicht die Erkenntnis dann auch zu spät, ja, wenn dann schon alle Straßen privatisiert sind und so weiter und so fort. Und selbst wenn das dann nicht für alle gleichermaßen eine Betroffenheit dann bedeutet, kann es ja sein, dass dem einen oder anderen, der oder die das hätte ja, sehen können, dann erst später auffällt. Und die Frage ist ja, hätten es unter den gegebenen Bedingungen, dass unsere, dass der Kapitalismus eben dann auch nicht politisch eingehegt ist, welche Möglichkeiten hätte es gegeben, das zum Beispiel abzuwenden? Aber auch da ist ja immer die Frage, wenn wir Demokratie ganz ernst nehmen würden, ja, und es eben nicht nur als mal alle paar Jahre entweder zur Wahl gehen oder auch nicht, sondern wenn wir es mehr so verstehen würden, dass wir uns auch tatsächlich um mehr diese sozialen und ökonomischen Belange auch politisch, und zwar also irgendwie auch, dass das etwas mit unserer Lebensrealität zu tun hat, so kümmern müssten, dann würden wir, glaube ich, auch vielleicht ein wenig zurückschrecken vor dieser großen Bürde. Also apropos Pflicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Terminus Pflicht hier verwenden würde, aber Demokratie ist ja einfach sehr anstrengend, wenn wir sie wirklich als Demokratie leben wollen, nämlich dass wir uns immer wieder beteiligen, dass wir immer gemeinsam darüber nachdenken und aber auch entscheiden wollen, wie wir gemeinsam leben wollen. Also ich sage das jetzt mal absichtlich so utopisch, aber andererseits ist es eigentlich auch sehr realistisch gemeint. Und davon sind wir natürlich weit entfernt mit, eben mit unseren Institutionen, die uns sehr viel auch genau diese Pflicht einfach nicht aufgeben, die wir immer auch von uns weisen können, ja, weil wir, und das ist sicherlich ein Privileg. Und da macht sich auch nochmal das, was ich als diese Machtasymmetrie vorhin deutlich gemacht habe, die macht sich dann auch im Kleinen bemerkbar. Also nicht erst im globalen Maßstab, sondern eben auch und wahrscheinlich auch hier in Frankfurt jeden Tag im täglichen Leben. Wir haben gleich zwei Wortmeldungen. Ich glaube, erst mal hier vorne und dann geht es bei Ihnen weiter. Ja? Okay, danke schön. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich erst. Ja, danke. Ich hätte eine Anmerkung nochmal auch zur Frau Lenz, aber aus einer anderen Sicht. Ich finde, wenn so viele Leute nicht wählen können, ist das ja auch eine demokratietheoretische Frage. Das Gap wird ja immer größer. Schon das Kühn-Memorandum von 1979 hat das kommunale Wahlrecht als eine Forderung drin. Und seitdem ist die Zahl derer, die nicht wählen können, größer und nicht kleiner geworden. Also uns müsste ja dieser Kampf auch interessieren als Staatsbürger und nicht nur die, die das Recht vorenthalten bekommen. Ja. Aber ich habe auch noch eine Frage. Das Grundgesetz ist ja ungefähr oder ist zur selben Zeit entstanden wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und ich nehme an, die Väter und wenigen Mütter wussten voneinander. Wissen Sie, ob es eine Debatte darüber gab, ob dieses Recht, zum Beispiel das Wahlrecht oder andere Rechte, die reine deutschen Rechte sind, ob das irgendwie da ein Thema war in der Versammlung? Also ne, es gibt ja auch Rechte im Grundrecht, die alle die Menschenrechte sind und nicht nur deutschen Rechte. Es gibt ein Recht, was nur für Ausländer gilt, das Asylrecht. Also gab es eine Debatte darüber, warum manches so und manches anders ist. Und meine zweite Frage, Sie haben Länder erwähnt, die das Wahlrecht haben. Welche Länder sind das und welche Erfahrungen werden da gemacht? Soll ich gleich? Ja. Also ich habe mich mal vor längerer Zeit damit beschäftigt, wie, also ich kann Ihnen das jetzt zu dem Wahlrecht nicht genau sagen. Es gibt zu dem Artikel der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, ja, dass das sehr umstritten war. Also das ist ja auch allgemein bekannt. Ich kann Ihnen das jetzt nicht empirisch sagen, dass ich das jetzt, das müsste ich auch nochmal nachlesen. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ob das irgendwie, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, weil das eigentlich etwas ist, was erst auch in den letzten Jahrzehnten überhaupt in anderen, also jedenfalls in Deutschland ja nach wie vor abgeschmettert wird. Also diese Vorstellung, ne, das hat sich dann auch über das EU-Recht ja auch überhaupt erst als Idee eingesetzt. Es hat dann ja aber in Schleswig-Holstein, 89 war das, glaube ich, oder 88, da hat es ja tatsächlich diese Idee gegeben, nicht für alle, das nicht, aber zumindest für auch
Bewohnerin aus skandinavischen Ländern ein Wahlrecht mit einzuführen. Und da war auch die Idee, das eventuell sogar noch weiter inklusiv zu gestalten. Und das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt, weil es den Begriff des Volkes sonst nicht erfüllen würde. Und also wir sehen, wir hätten mehrere Stellschrauben. Ne? Ich habe mich jetzt mit dem Begriff in dem Buch mit den Menschenrechten auseinandergesetzt. Und interessanterweise, passenderweise, beschäftige ich mich jetzt in einem anderen Projekt tatsächlich auch mit diesem Volks- oder Demos-Begriff und dass der auch sehr problematisch ist. Jetzt mal von den völkischen Identifizierungen mal ganz abgesehen, sondern dass genau diese Vorstellung, dass es eine feste Größe gibt, ja, dass die auch ein Problem ist. Das ist aber etwas, was sehr dominant ist seit dieser französischen Revolutionsidee, dass eine Nation sich bilden sollte, was ja als emanzipativ angesehen wurde. Das haben wir jetzt als historische Erscheinungsform. Und jetzt sehen wir aber auch, dass auch dieses Konzept an die Grenzen stößt. Und Sie erwischen mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Ich habe es mir extra im Zug nochmal angeguckt. Ich bin aber keine Systemforscherin. Ich weiß, dass es Länder auf dem südamerikanischen Kontinent sind. Ich müsste es aber nochmal nachschauen. Ich kann Ihnen das aber nachliefern. Ich will jetzt aber hier nicht in der Aufzeichnung etwas Falsches sagen. Und es sind aber dort mindestens drei Länder und zum Beispiel in Schottland gibt es auch in Schottland und in Wales, also das wäre jetzt geografisch etwas näher dran, seit kurzem, ich glaube in Schottland erst seit diesem Jahr, aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, gibt es eben auch die Möglichkeit für Personen, die, ich weiß nicht wie lange, nach einer bestimmten Zeitfrist dann auch mitwählen dürfen. Man muss aber nochmal relativierend sagen, in manchen Ländern gibt es dieses Recht, das Recht verfassungsmäßig, die Gewährleistung ist dann aber sehr eine Fallentscheidungsfrage. Und das macht es dann wieder praktisch schwierig. Also es ist nicht so, dass alle möglichen AusländerInnen dann dieses Recht bekommen, sondern in manchen Ländern wird es dann nochmal sozusagen auf der behördlichen Ebene dann nochmal erschwert. Aber ich gucke das nochmal nach und liefere Ihnen das gerne nach. Ich habe kurz bei Wikipedia geguckt. Sehr gut. Etwa 52 Länder weltweit erlauben legal im Lande lebenden AusländerInnen generell die Wahlbeteiligung. Hier wird viel Lateinamerika tatsächlich erwähnt, Chile. Also genau. Chile ist wohl nach 15 Jahren Aufenthalt in Uruguay, Entschuldigung, nicht in Chile, hat man auf kommunaler Ebene auf jeden Fall die Wahlbeteiligung. Und also was in diesen 52 Ländern auch drin ist, bilaterale Verträge gibt es natürlich auch zwischen Ländern, ne? Also zwischen Brasilien und Portugal. Aber auch da weiß ich, dass es in der Praxis nicht so automatisch ist, wie jetzt zum Beispiel bei der EU-Staatsbürgerschaft, wo sie dann dieses Recht tatsächlich dann über die Staatsbürgerschaft haben. Ja. Ja, danke schön auch für diesen sehr klärenden, für mich klärenden Vortrag. Und Entschuldigung nochmal, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin vorhin und jetzt bin ich mit der Frage. Ich würde gerne auch nochmal zurückkommen auf die ökonomische Sphäre, weil ich denke, bei den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechten sind wir jetzt beispielsweise, was den Kampf betrifft um ein Lieferkettengesetz, der jetzt gerade so wichtig ist, eigentlich in einer Situation, historischen Situation, wo wir am ehesten, wo es am ehesten gelingen könnte, sozusagen dieses nationalstaatliche, nationalistische Framing von Menschenrechten zu überwinden. Und das würde mich interessieren, ob Sie dem zustimmen würden, dass es da am ehesten gelingt, sozusagen hier Fortschritte zu machen. Und das berührt ja auch den Begriff letztendlich, also natürlich der Dreiklang, Freiheit, Gleichheit. Heute würden wir nicht mehr sagen Brüderlichkeit, sondern Solidarität. Wie kann das eigentlich ausbuchstabiert werden in einer zeitgemäßen Form der Menschenrechte, die eben auch tatsächlich eine Durchsetzungsperspektive haben? Bei Lieferkettengesetzen, wir sind lange noch nicht da, wo wir hin müssten, aber es gibt zumindest mit den RAGI-Richtlinien, die formuliert worden sind innerhalb der Vereinten Nationen, zumindest einmal den Weg. Und in einzelnen Ländern und auf der Ebene der EU, es kommt natürlich immer auf den Druck an, der von unten entstehen kann, von den sozialen Bewegungen, was es dann tatsächlich wird, aber dass das mit Leben gefüllt wird, auf der ökonomischen Ebene. Das wäre meine Frage nach Ihrer Einschätzung. Ich komme noch ganz kurz dazwischen. Ich denke, ich habe auf die Uhr geguckt, wir sollten mit dieser Frage schließen, es sei denn, es ist noch eine dringende Frage im Raum oder im Chat, Ramona. Da kannst du noch mal vielleicht gucken. Sonst
wäre das die letzte Frage und du hättest das Schlusswort. Soll ich noch kurz anschließen, was hier im Chat steht? Ja, ich habe gerade gesehen, hier steht, Menschenrechte sind ja relativ. Ohne deren Durchsetzung und Schutz mit Sanktionen sind diese nur Makulatur. Wer soll in einer globalisierten Welt ohne Nationen diese durchsetzen? Ja, und da sind wir, glaube ich, genau beim Stichwort. Also ich bin da, also wir sind ja im utopischen Raum, ja, und wünschenswert ist natürlich, dass es auch so etwas gibt wie eine Ökonomie von unten, ja, und ob die quasi jetzt in diesem sozialistischen, also klassisch sozialistischen Modus daherkommt oder vielleicht sogar das unternehmerische, also unternehmerische Aktivitäten da sogar eine Schlüsselrolle spielen können. Ja? Da bin ich nicht die Expertin dafür. Das fällt mir schwer, also so viel ich der Idee auch abgewinnen kann, das jetzt also wirklich fachlich beurteilen zu können. Aber ich glaube, es zeigt uns einfach, dass wir sehr gute Ideen vorfinden. Und das ist, also um die Frage auch aus dem Chat aufzunehmen, ja, es stimmt. Es stimmt völlig, ja, dass vielleicht tatsächlich irgendwann, also so weit entfernt wir davon sind und die Vereinten Nationen sind da auch wirklich nur ein ganz, ganz blinder, also stumpfer Abglanz so einer Idee von einer globalen Sphäre, in der eine echte politische, also im Sinne von demokratische Auseinandersetzung über Gesetze, Lebensbedingungen und so weiter und die auch eine solidarische Ökonomie irgendwie dann auch politisch bestimmen könnte. Ja? Aber die Idee ist ja auch schon alt, ja? Also wenn wir an Kants Vorstellung so eben dieses Weltbürgertums denken, wenn wir es gendern, dann ist ja die Frage, soll das jetzt der Staat projiziert in die globale Sphäre sein? Ich glaube, das kann nicht die Lösung sein, sondern Stichwort soziale Bewegungen, es muss irgendwie, auch die Ökonomie muss stärker demokratisiert werden, also ja, mit politisch gesteuert werden. Sonst wird sich auf der ökonomischen Ebene dann das Recht des Stärkeren, also werden immer Machtasymmetrien weiter bestehen bleiben. Und ich glaube, das ist für uns der Denkanstoß. Und ich meine mit wir jetzt tatsächlich wirklich alle, ja, darüber nachzudenken und sich auch dafür einzusetzen, egal wie vielleicht zahnlos es erstmal wirkt, ja, und ob das denn die Lösung ist. So weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, aber dass wir darüber nachdenken müssen, das auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank, Franziska. Ich glaube, damit hast du uns eigentlich das wichtigste Stichwort schon gegeben dafür, wie wir weiterfahren wollen, auch hier im utopischen Raum. Mit der Frage, wie können Menschenrechte faktisch universalisiert werden, nicht nur in der Theorie, wo finden wir Ansätze, Demokratie ein Stück weit zu transnationalisieren, über den Nationalstaat hineinzutreiben. Darüber, wie es weitergehen soll, hier im utopischen Raum, gibt uns jetzt Thomas Gebauer abschließend noch einen Bericht zuvor, aber noch einmal sehr, sehr herzlichen Dank dir, Franziska. Ja, und danke auch für die Fragen. Also das ging jetzt unter. Vielen Dank auch für die sehr spannenden Fragen und vielleicht können wir ja dann nach dem zeitbeschränkten Format hier dann noch weiter diskutieren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ganz großartig und das macht mir es leicht, jetzt überzuleiten zum Ausblick auf das, was wir vorhaben, weil wir werden in der vierten Runde, die dann jetzt im Oktober beginnen wird, des utopischen Raumes, an den Dingen, die wir heute gehört und debattiert haben oder angefangen haben zu debattieren, wunderbar anknüpfen können. Das ist alles, was wir derzeit planen, ist noch in Planung. Wir sind mit Hochdruck beschäftigt, daraus etwas Konkretes zu machen. Ich kann so viel verraten, es wird spannend werden, interessant werden und wir werden die Dinge, die wir heute auch angesprochen haben, dann aufgreifen können. Das, was wir vorhaben, ist ein Auftaktwochenende. Diesmal eben nicht nur zwei Tage, sondern drei Tage. Es hat was mit dem großen Thema zu tun. Und wenn ich dann am Ende jetzt meiner Ausführung bin, werden Sie vielleicht verstehen, warum wir dann auf drei Tage gehen.
Es ist ein Symposium, das sich mit einem Thema beschäftigt, was zumindest in Ihrem Vortrag jetzt eben nicht, aber in dem Interview, was Sie der Rundschau gegeben haben, auftaucht, nämlich die Frage, was ein demokratischer Kosmopolitismus von unten ist. Das ist ja eine sehr spannende Frage, die wir uns da vorgenommen haben, weil es eine logische Fortsetzung, eine Fortführung von dem, was wir heute gehört haben, was aber Sidonia ausgeführt hat, ist als Rückblick. Ein Unterfangen, was durchaus, glaube ich, sehr gewagt sein kann. Also über Kosmopolitismus ist vor 20 Jahren sehr intensiv diskutiert worden. Die Literatur war sehr ausgiebig. Alle Philosophinnen und politischen Wissenschaftlerinnen haben dazu publiziert. Es ist merklich ruhiger geworden. Und es gibt böse Stimmen, die sagen, Kosmopolitismus heute ist etwas für Optimisten. Und das wird dann so ein bisschen zur Seite gedrängt. Und wenn jetzt mit im Zuge des Krieges in der Ukraine, des Überfalls Russlands auf die Ukraine, ist das nochmal thematisiert worden. Ich erinnere an Herfried Münkler, der gesagt hat, die Idee einer Weltgesellschaft könne man sich jetzt abschminken. Also wo mit drastischen Worten nochmal ausgeführt worden ist, ist es eigentlich was von gestern, Weltfremdes. Wir müssen heute eher in Einflusssphären denken, das Partikulare wieder, das Nationale stärker hervorholen. Und das ist eine gewisse Realität. Die Kritik von Münkler, wenn man sie bezieht auf die Vereinten Nationen, Sie haben es gerade angesprochen schon, ist ja was dran. Aber die Vereinten Nationen sind ja nicht die Weltgemeinschaft. Das Recht auf Partizipation ist da keineswegs gegeben. Da kommen Regierungen zusammen und der überwiegende Teil dieser Regierungen sind sehr autoritäre Regierungen, die keinerlei demokratische Partizipation zulassen. Also das wird oft übersehen, wenn man von den Vereinten Nationen als eine Weltgesellschaft spricht. Das ist es nicht. Das ist eine Vertretung von Regierungen. Und wenn wir von Weltgemeinschaft oder Weltgesellschaft reden, dann meinen wir was anderes. Etwas, was noch nicht da ist, was es zu entfalten, zu entwickeln gilt. Und darüber wollen wir nachdenken, jetzt in einem längeren Prozess. Und wir werden da eben auch zurückgreifen können auf etwas, was Menschen empfinden. Also das, was Gefühle sind, was Sehnsüchte, was Wünsche sind. Und wir kommen also dann tatsächlich von unten. Und da gibt es eine interessante Umfrage der BBC 2016 vorgenommen, die eine Studie durchgeführt hat in verschiedenen Ländern und Menschen in Nigeria, zum Beispiel China, Indien, Peru gefragt hat. Und über 2/3 der dortigen Menschen, die befragt worden sind, betrachten sich als Weltbürgerinnen, nicht als Bürgerinnen dieses jeweiligen Landes, sondern als Bürgerinnen der Welt. Und selbst in den USA, wo man jetzt denken könnte, das ist da ganz dunkel, sind es immer noch 2 von 5, die so etwas Ähnliches denken. Ich könnte mir vorstellen, Deutschland ist nicht befragt worden, dass es hier durchaus auch existiert, vielleicht ein bisschen rückläufig ist in den letzten Jahren. Aber dass gerade im urbanen Raum zum Beispiel so etwas nach wie vor vorhanden ist. Ich will sagen, dass dieses Unken, dass Weltgemeinschaft keine Bedeutung hat, vielleicht aus bestimmter Warte heraus formuliert werden kann, aber nicht unbedingt mit den Aspirationen von Menschen korrespondiert. Und wenn man den Blick auf die Globalisierung richtet, dann weiß man auch, dass es eben eine Globalisierung von unten gibt, die völlig logisch ist, die notwendig ist, um überhaupt überleben zu können. Also wo ganze Familien, ganze Dörfer sich auf die Welt verteilen sozusagen, um ihre Chancen einigermaßen zurechtzukommen mit den Bedingungen, die man vorfindet, besser werden, als wenn sie jetzt irgendwo blieben. Also dieser migrantische Aspekt drängt ja auf eine Form von Kosmopolitismus von unten. Und deswegen bilden sich auch in den migrantischen Kontexten wahrscheinlich über die Begegnungen sehr viele neue Ideen, Varianten heraus, die alle ernst zu nehmen sind. Also das, was mit vielleicht der Idee der Verbundenheit mit der Welt gemeint ist, das steht unter Druck. Aber wir wissen auch, dass wahrscheinlich keine der großen Herausforderungen dieser Zeit ohne einen solchen kosmopolitischen Zugang gelöst werden kann. Wie soll denn dem Klimawandel über nationale Entscheidungen begegnet werden können? Wie soll der zunehmenden Eskalierung von Gewalt oder der sozialen Ungleichheit in der Welt begegnet werden können? Anders als über etwas, was über die Nationalität hinaus an politischer Initiative stattfindet. Ich will da erinnern an die schöne Rede des kenianischen UN-Botschafters, der
als in dem Augenblick, als die Invasion Russlands in der Ukraine stattfand und im Sicherheitsrat diese Information durchgegeben worden ist, dann eine spontane Rede gehalten hat. Wir haben sie hier auch gezeigt. Und der deutlich gemacht hat, dass sie als Länder, als afrikanische Länder mit Grenzen konfrontiert sind, die sie alle ablehnen, die alle irgendwo kolonial induziert worden sind, aber sie erst mal damit leben müssen, aber die große Vision nicht aufgeben, dass es irgendwann ein Zusammenleben ohne Grenzen gibt. Das ist eine wunderschöne Rede gewesen, die an dieser Stelle, glaube ich, noch mal deutlich gemacht hat, dass es hier letztendlich um auch etwas Visionäres geht. Etwas, was nicht unmittelbar da ist, was aber aus den Sehnsüchten, aus den Bedürfnissen, aus den Aspirationen von Menschen heraus abzuleiten ist. Und da geht es eben dann nicht, was vielleicht jetzt Politiker oder Philosophen oder Sozialwissenschaftler wie Münkler sich denken, um die Konstruktion eines Weltstaates, einer Weltregierung, die irgendwann jetzt autoritär von oben Reglements für alle Menschen in allen Teilen der Welt erlässt, sondern es geht und damit natürlich so etwas wie eine Eindimensionalität erzeugt, so etwas wie eine gleichgeschaltete Lebensform, die für alle gelten soll. Wir sind auf dem besten Weg dorthin, aber nicht über die Weltregierung, sondern über die Ökonomie, die viel Druck ausübt, genau so etwas herzustellen. Uns geht es eher darum, in der Veranstaltung, in dem ganzen, der ganzen vierten Staffel jetzt und dann auch danach folgend, um die Frage, was ist denn jetzt eine, die verschiedenen Lebenswelten, das, was als Diversität in der Welt existiert, verbindende Humanität sein kann. Also was ist das Gemeinsame, was uns dann das Universalistische, was dennoch dann trotz der Akzeptanz des anderen existiert. Das ist das ambitionierte Vorhaben, also eine Balance letztendlich zu debattieren, herauszufinden, die auf der einen Seite die Diversität sieht und das Andernssein der anderen anerkennt und gleichzeitig darüber nachdenkt, wie die Verbundenheit untereinander existieren kann. Was ist das, was die Welten, die verschiedenen Welten da wieder gemeinsam macht? Wir haben den Begriff der gemeinsamen Welten an dieser Stelle für uns als Arbeitstitel formuliert. Es ist die Balance letztendlich zwischen Freiheit und Gesellschaftlichkeit. Etwas, was es eigentlich in dem Sinne noch nie gegeben hat. Und da liegt das Utopische eigentlich, das herauszuarbeiten. Ich glaube, das werden wir nicht aus uns heraus schaffen, nach der ganzen europäischen Geschichte, die wir auch jetzt von Ihnen nochmal gehört haben, sondern da ist es auch notwendig, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, die andere Formen von Balancierung dieser Systeme im Blick haben. Ich will deutlich machen, dass es an den Ressourcen, um so etwas herzustellen, so eine Balance nicht mangelt. Die sind da. Die Welt ist reich, die ist extrem reich. Und wenn man nur jetzt, also komme ich in die Frage der Ökonomie und die Verteilungsgerechtigkeit, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt Jeff Bezos, einer der reichsten Männer, jetzt über die Krise nochmal, über den Onlinehandel nochmal reicher geworden ist, da ist mal ausgerechnet worden, dass er ganz locker allen Obdachlosen in den USA ein Haus bauen könnte und er wäre immer noch Multimillionär. Ja? Also nur um die Verhältnisse mal klar zu machen, um was es geht. Ja? Es scheitert nicht daran, es ist nicht eine Frage der Ressourcen und das haben Sie, glaube ich, deutlich gemacht. Es ist aber auch eine Frage von Konzepten, von Konzeptionen. Da ist es, glaube ich, wichtig, nochmal in die Menschenrechtserklärung, das ist ja das, was wir als universalistischen Kanon im Augenblick haben, hineinzuschauen und genau nach den eurozentristischen Elementen zu durchforsten. Also Sie haben Locke zitiert mit Eigentum und mit Freiheit und Eigentum. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es dringend notwendig, noch mal genau hineinzuschauen, was die Schwachstellen und die problematischen Einengungen sind innerhalb der bestehenden Menschenrechtsverständnisse. Also den Anthropozentrismus, den Sie erwähnt haben, der sicher notwendig war, um überhaupt so etwas wie ein Menschenrecht formulieren zu können, aber heute auch ein Problem darstellt. Also wo die Entwicklung sozusagen weitergehen muss. Gell? Oder eben die Frage des Eigentums, was damals, als die Französische Revolution stattfand, absolut notwendig war, um das eigene sozusagen gegen den Feudalismus, der zugreifen konnte, es nicht respektiert hatte, zu verteidigen. Aber wenn man sieht, in welcher Weise das heute pervertiert ist,
Also nehmen wir das Beispiel von zum Beispiel jetzt den großen Konzernen, die heute Staaten verklagen können, die zum Beispiel das Recht auf Gesundheit oder das Recht auf Ernährung oder irgendwelche anderen Rechte ihrer Bevölkerung schützen wollen und das nicht dürfen. Oder sie dürfen es nur noch unter Entschädigung von ausgefallenen Propheten. Sie kennen das vielleicht. Gell? Das war das Wesen von TTIP und es ist aber in vielen Situationen der Fall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ist gerade letztes Jahr entschieden worden. Der Atomausstieg zum Beispiel ist jetzt der Bundesregierung sehr teuer geworden, weil die betroffenen Energiekonzerne jetzt auf die Entschädigung von ausgefallenen Profiten geklagt haben, allen voran Vattenfall, aber auch E.ON. Und im letzten Jahr haben sie 2,4 Milliarden dann aus Steuermittel bekommen, weil eben ihnen diese Profite entgangen sind. Das will heißen für mich, dass da so etwas wie ein Superrecht existiert, was alle anderen Rechte überstrahlt, und das ist das Recht auf Rendite. Etwas, was also aus diesem Eigentumsrecht von damals sich sozusagen weiterentwickelt hat und was man kritisch betrachten muss. Ja, ob es da nicht andere Formen von Eigentum geben kann, von Gemeineigentum, was wieder in anderen Kontexten, anderen kulturellen Zusammenhängen und regionalen Zusammenhängen durchaus existiert. Das eine, wir sind sicher, dass die Frage der Menschenrechte von großer Bedeutung ist und es notwendig ist, diese Kritik zu führen. Sie haben das wunderbar gemacht, wir werden das dann fortsetzen. Wir wollen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es so etwas wie eine Kritik von rechts gibt. Und das ist der Punkt. Also nicht die feministische Kritik, die berechtigt und notwendig ist, oder die postkoloniale Kritik, sondern es gibt auch die von rechts, die wir überall erfahren. Also nicht nur jetzt in den USA mit White Supremacy und die Gleichheit ist, es geht nicht, das darf man nicht haben. Es gibt so etwas wie natürliche Hierarchien, gottgewollte Hierarchien. Und das ist alles auf dem Vormarsch, das wissen wir. Es gibt aber auch in den konservativen Zusammenhängen diese Figur, dass das mit den Menschenrechten ja ganz okay sei, aber es geht zu weit. Es geht immer zu viele und immer noch Menschen, die dann auch noch keine Rechte haben, jetzt auch noch Rechte bekommen sollen. Sie kennen die Debatte selbst aus der Linkspartei, wo dann darüber nachdiskutiert wird, dass diese Aufsplitterung von vielen identischen Gruppen, die alle auch ihre Rechte haben wollen, letztendlich dazu beiträgt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet wird. Ein Vorwurf, der tatsächlich auch von vielen Teilen dann gesagt wird. Ich bin der Auffassung, dass hier eine wirkliche paradoxe Verkehrung von Ursache und Wirkung vorliegt, weil es eben nicht der Menschenrechtsdiskurs ist, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet, sondern es sind letztendlich die politischen Verhältnisse, die es tun. Und da sind wir wieder bei dem Kapitalismus, und Sie haben die Kritik schon geführt, und bei der neoliberalen Ausprägung des Ganzen. Ich will diese Ideen jetzt nicht ausführen. Sie kennen alle das Credo, wenn jede und jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Also wo das Gesellschaftliche sozusagen abgelehnt wird und gar nicht mehr existiert. Und damit also diesem Freiheitsbegriff und dem daraus resultierenden Eigentumsbegriff eine solche Überhöhung gegeben wird, dass am Ende das Politische und das Gesellschaftliche keine Rolle mehr spielt. Es sei denn, es ist noch dazu da, um das Eigentumsrecht zu verteidigen und zu schützen. Da verkehrt sich etwas. Das erleben wir auch. Und da taucht eine Figur auf, die ich nur kurz erwähnen will, weil das absolut auch für unsere Gesellschaft bedenklich ist, dass in der Frage des Schutzes jetzt von Eigentum immer stärker der Begriff der Sicherheit auftaucht. Also wir müssen uns schützen vor den Menschen, die aus dem Süden kommen. Ja, müssen die Grenzen gesichert werden. Und es geht dann darum, sozusagen das eigene Territorium vor dem, was universeller Menschenrechtsanspruch sein kann, sicherheitspolitisch abzusichern. Das ist deshalb von Bedeutung, weil da etwas in dem Diskurs sich verschiebt. Das Recht, wenn wir es richtig sehen, ist etwas, was zumindest immer universell gedacht ist. Es soll allen zuteil werden. Und über die Dynamik, die in dem Menschenrechtsdiskurs steckt, eben auch allen, denen es bislang noch nicht zum Teil geworden ist. Die Sicherheit ist immer etwas, was man partikular macht für sich. Man kann sein eigenes Territorium schützen und in dem Maße, wie also über den Sicherheitsdiskurs die Rechte eingeschränkt werden, was man in Frankreich und überall in der Welt sieht, sind wir auf dem falschen Weg. Wir werden
genauer hinschauen. Wir werden auch die Elemente aufgreifen, die jetzt schon hier genannt worden sind in unserem Auftaktsymposium. Wir wollen in Theorie und Praxis überlegen, was heißt Kosmopolitismus heute, einer, der von unten kommt. Wie stellt sich das in der Frage der Demokratie dar? Also wenn Demokratie meint, dass diejenigen, die von Regeln betroffen sind, auch darüber selbst befinden sollen, also die Partizipation, von der Sie gesprochen haben, wie ist es dann in einem globalen Kontext zu leisten? Wie kann dieses Verhältnis zwischen Globalität und regionaler Entscheidungs- oder lokaler Entscheidungskompetenz hergestellt werden? Das ist eine sehr spannende Frage. Da gibt es Leute, die arbeiten dann, die werden darüber auch berichten. Wir werden die Frage des Rechts nochmal aufgreifen von Leuten, die jetzt mit Staatsbürgerschaftsrecht beschäftigen und stellen dabei fest, dass es durch etwas auch Bewegungen gibt, dass darüber nachgedacht wird, dass auch die Frage auftaucht, wie man das Staatsbürgerrecht so verändern kann, dass Menschen, die jetzt staatenlos sind, auf einmal in den Genuss auch von Menschenrechten kommen. Wir können das auch in der Praxis überlegen. Sie haben einige Beispiele genannt. Es gibt eines, was ich noch kurz erwähnen will, was wir auch nochmal anschauen würden. Die Zürich City Card, also das Ausweisdokument, was in Zürich diskutiert wird, mit dem jetzt dort lebende Staatenlose das Recht bekommen, jetzt Rechte zu haben. Also da geht es nicht nur ums Wahlrecht, sondern auch Verträge schließen zu dürfen, die kommunale Infrastruktur zu nutzen. Also alles das, was eigentlich als Recht formuliert ist, soll ihnen zukommen. Die Stadtverwaltung hat es positiv entschieden. Es ist ein Bürgerbegehren von rechts im Gange. Und das wird jetzt gerade an diesem Wochenende, die nächsten Tage entschieden werden. Wir können alle nur die Daumen drücken, dass das an dieser Stelle durchkommt. Die Frage jetzt des Anthropozentrismus, den ich kurz angesprochen habe, wir werden das auch aufgreifen auf unserer Tagung, weil wir wissen auch, dass es zum Beispiel lateinamerikanische Länder wie Ecuador gibt, in denen eine Debatte in Gang gekommen ist, dass Natur auch so etwas wie ein Verfassungsrecht bekommt. Die Natur in der ecuadorianischen Verfassung hat ein Verfassungsrecht. Diese Debatte ist hierzulande noch irgendwo als etwas sehr Fremdes und Idealistisches und Absonderliches abgetan worden. Aber es beginnen jetzt auch hier in den juristischen Kreisen Diskussionsrunden darüber. Und es wird eine Veranstaltung in der Uni Bremen stattfinden im Juni, die wir dann für uns nutzen wollen. Da geht es um Rights of Nature. Die Debatte ist relativ interessant, weil viele Juristen sagen, wie kann denn die Natur sowas wie eine juristische Person sein? Das geht doch gar nicht. Ja? Und dann gibt es andere, die sagen, warum kann denn da eine Firma eine juristische Person sein? Das sind genau diese Elemente, an denen diskutiert wird, wo man sich auch mit Ideologie, mit Haltung und mit Vorstellungen auseinandersetzen muss. Und da können wir nur froh sein, dass etwas in Gang gekommen ist. Also, dass die Frage umkämpft ist. Und wir wollen an diesem Symposium letztendlich stark machen, was an positiven Ideen, an neuen Ideen, an Beispielen da ist, die versuchen, etwas auf eine andere Weise zu gestalten. Und dieser Prozess wird dann an diesen zweieinhalb Tagen stattfinden und wird sich dann in monatlichen Veranstaltungen, die sich dann anschließen, nochmal verstärken lassen. Das Ganze steuert auf einen noch größeren Beratungsprozess. Das alles, was wir jetzt gehört haben, ist noch immer etwas, was hier im europäischen Kontext stattfindet. Und wir wollen dann einladen, das Ganze ist eine Einstimmung zu einem größeren globalen Beratungsprozess, der ab nächstes Jahr Mai, jetzt in einem Jahr von heute, dann beginnen wird, wo wir Menschen aus allen Teilen der Welt hier nach Frankfurt einladen, zu einer ersten kleineren Versammlung, um sich darüber Gedanken zu machen, nochmal jetzt bei dem Wort, was das Verbindende von verschiedenen Lebenswelten, unterschiedlichen Lebenswelten sein kann, was diese Humanität ausmacht, von der ich gesprochen habe, wie diese Balance zwischen Freiheit und Gesellschaftlichkeit hergestellt werden kann. Das beginnt im Mai und wir haben da einen Anlass zu begehen, der wieder mit dem Vortrag heute in Beziehung steht. Nämlich es sind zwei Jubiläen, die zu begehen sind. Das ist einmal die erste Nationalversammlung Deutschlands, die 1848 stattgefunden hat und dann sich 175 Jahre jährt. Die findet
Das Jubiläum ist im Mai und wir haben jetzt, vielleicht waren wir ein bisschen blauäugig, der Stadt vorgeschlagen, dass wir genau diesen Prozess weiterführen wollen. Damals ging es darum, sozusagen den Feudalismus, die feudale Kleinstaaterei zu überwinden durch Bildung einer Nation auf der Grundlage einer Verfassung. Wir stellen heute fest, dass genau diese Nationengebundenheit der Hinderungsgrund ist und dass es darum gehen muss, sozusagen diesen Prozess ins Globale auszuweiten durch vielleicht etwas Neues, vielleicht eine Weltverfassung oder sonst irgendwas, was wir noch nicht sehen, was aber auch von unten sich herstellen muss. Und da ist die Stadt drauf eingegangen und ist auch, sind die anderen drauf eingegangen. Jetzt sind wir also in einer Situation, wo wir genau so etwas beginnen. Und ich will vielleicht nur kurz sagen, weil das vorhin angesprochen worden ist mit den Rechten und den Wahlrechten. Bei der ersten Nationalversammlung gab es eben auch einen Jakob Grimm zum Beispiel, der damals genau diesen Punkt angesprochen hat und hat mit der Begrifflichkeit von damals das hier anders dargestellt, sagte, Fremde, die zu uns auf deutschen Boden kommen, werden automatisch frei. Also wo der Begriff der Freiheit schon jetzt nicht mehr im Kontext des Deutschseins gefasst worden ist, sondern verbunden ist mit der Tatsache, dass man an einem bestimmten Ort ist, wo Freiheit herrscht. Das ist das, was im Kommunalen sozusagen jetzt stattfindet und was uns mehr und mehr auch trägt in den Überlegungen, die wir dann miteinander diskutieren wollen. Also der größere Beratungsprozess, der beginnt dann im Mai und der wird bis 2024 gehen. Da werden dann vielleicht 100, 150 Leute zusammenkommen aus allen Teilen der Welt, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und vielleicht Grundlagen zu erarbeiten von dem, was vielleicht irgendwann mal als das Verbindende von den unterschiedlichen mit Diversität und Vielfalt, wie du es genannt hast, Sidonia, behafteten Weltverhältnissen dann auseinandersetzen können. Das ist ein großes Unterfangen und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr und alle auch weiterhin da dabei seid. Es wird dann weitergehen am 1. Oktober in der Paulskirche und zu all dem, was ich gesagt habe, gibt es im Internet auch weitere Informationen. Ganz herzlichen Dank und machen Sie weiter mit.